Zieh! Verstecken hilft da nichts. Ich verstehe die Kugeln. Ich bestimme ihre Richtung. Ich lade im Kampf gerne nach. Nichts gleicht dem Gefühl, eine lange Silberkugel in die gut geschmierte Kammer zu schlagen. Okay, ich lebe wieder. Los geht's. Besser, du beeilst dich. Der Alte hält nicht mehr lange durch. Wolltest du das nicht regeln? Ich liebe den Karditgeruch. Weißt du, dieser Schwefelgeruch. Aber für dich ist es nur der Geruch deines Todes. Er gehört mir. Sinnlos. Wir haben dir Waffen und Ausrüstung abgenommen. Keine Angst, sie sind sicher. Du wirst die nicht mehr brauchen. Wie lächerlich. Diese Ketten sind aus Stahl. Vergiss es. Du bist gut festgebunden. Boss, ich glaube, unser Freund ist wach. Wenn Sie schnell hintereinander die Kreistaste drücken, können Sie die Folter überleben. Falls Sie aufgeben möchten, drücken Sie die Select-Taste. Wenn Ihre Lebensanzeige 0 erreicht, ist das Spiel vorbei. Keine Fortsetzung, mein Freund. Vergessen Sie Dauerfeuer oder es knallt. Sie haben Ihr Spiel lange nicht gespeichert, Snake. Wenn Sie die Folter nicht überleben, ist das Spiel vorbei. Wollen Sie das alles nochmal machen? Ich werde es nicht weitersagen, aber geben Sie doch auf. Ich werde eine hohe elektrische Spannung durch Ihren Körper leiten. Nur für eine kurze Zeit. Es wird Sie nicht töten. Sie sind hart, Snake, aber ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Sie sind kein Kriegsgefangener. Sie sind eine Geisel, keine Genfer Konvention. Niemand kommt sie retten. Langsam, ungemütlich. Gut, so ist das richtig. Schön. Fangen wir an. Wie fanden Sie das? Haben Sie schon genug? Sind Sie okay? Soll ich weitermachen? Geben Sie auf! Es ist einfacher! Hey, Sie wollen doch nicht so sterben, oder? Okay, los geht's! Noch einmal? Wir sind noch nicht fertig. Noch einen kleinen Nachschlag. Noch einmal. Macht direkt Spaß, nicht? Haha! Immer noch da. Geben Sie doch auf! Gratuliere, Sie leben noch. Nun genug für heute, glaube ich. Sie sind wirklich der Bruder vom Boss. Ihr Bruder, ein erstaunlicher Mann. Wer sonst könnte eine F-16 mit einem Hind-Helikopter abschießen? Das Projekt Les Enfants Terribles war nicht umsonst. Er kann meine Träume Realität werden lassen. Wir leben in einer traurigen Zeit. Imperialismus, Diktatur, Perestroika. Russland im 20. Jahrhundert hatte Probleme, aber eine Ideologie. Russland heute hat nichts. Der Boss hat einen Freund in der russischen Regierung. Er ist zurzeit Leiter der Spetsnaz. Er will das neue Atomwaffensystem kaufen. Der Hind war nur eine Anzahlung. Ich brauche kein Geld. Ich will, dass Russland aufersteht, eine neue, aufrechte Weltordnung zu schaffen. Sie sind Soldat. Sie sollten das verstehen. Wir zwei können in dieser Welt nicht leben. Wir brauchen Spannung, Konflikt. Die heutige Welt ist zu weichlich. Wir leben in einem Zeitalter, wo wahre Gefühle unterdrückt werden. Wir rütteln sie auf. Wir werden eine Weltordnung voller Spannung schaffen. Eine Welt voller Gier und Argwohn, Tapferkeit und Feigheit. Sie wollen dasselbe wie wir. Liquid Snake ist einzigartig. Ein unglaublicher Mann. Er ist derjenige, der wirklich all das erreichen kann. Genug? Sie sind also doch menschlich. Ich werde Sie nicht mehr foltern. Aber ich bekomme die Frau. Ich werde meinen Spaß haben, bevor sie stirbt. Ich hoffe, Sie werden damit leben können, mein Freund.
Okay, ich sage es Ihnen noch einmal. Ich habe in Afghanistan, Mosambik, Eritrea und im Tschad gekämpft. Die afghanischen Guerillas kannten und fürchteten mich als Schalaschaska. Ich trainierte im russischen GRU. Wir sind doch keine KGB-Würmer. Das ist nicht Folter. Das ist Sport. Verwechseln Sie mich nicht mit den Uniformen. Nun denn, wollen wir anfangen. Ja, Sir. Die ganze Einheit wurde ausgelöscht. Die beiden leben noch. Der Träger? Ja, Sir. Foxtie sollte bald aktiv werden. Genau nach Plan. Ja, Sir. Ich habe alle Daten über den Testsprengkopf von Rex. Nein, Sir. Meine Tarnung ist intakt. Niemand weiß, wer ich bin. Ja, der DAPA-Chef kannte meine Identität, doch er wurde entsorgt. Ja, der Unterlegene hat tatsächlich gewonnen. Richtig. Bis zum bitteren Ende dachte Liquid immer, er sei unterlegen. Ja, Sir. Ganz Ihrer Meinung. Jemand wie Sie sollte die freie Welt regieren. Ja, ja, Sir. Nein, Sir. Niemand weiß, dass Sie der Dritte waren. Solidus. Was soll ich mit der Frau machen? Ja, Sir. Ich beobachte Sie weiter. Ja, vielen Dank. Wiedersehen, Mr. President. Colonel Campbell wurde abgelöst. Hier ist Jim Houseman, Verteidigungsminister. Geben Sie mir den Colonel. Er wurde unter Verdacht der Weitergabe streng geheimer Informationen und des Hochverrates verhaftet. Lächerlich. Ja, ein lächerlicher Mann. Er glaubte wirklich, das Kommando über diese Operation zu haben. Sie Mistkerl. Bald gibt es keine Beweise mehr. Ich bin sicher, der Präsident würde das genauso wollen. Der Präsident befahl das? Der Präsident ist der beschäftigt. Ich führe das Kommando. Wie wollen Sie den Medien einen Atombombenangriff auf Alaska erklären? Keine Sorge. Wir haben eine überzeugende Story. Ich werde sagen, die Terroristen hätten eine Atomwaffe gezündet. Clever. Alle hier werden sterben. Die Wissenschaftler, die Genomarmee, alle. Donald, der DARPA-Chef, ist bereits tot. Sie wollten den DARPA-Chef nicht töten? Er war mein Freund. Und alle anderen interessieren Sie nicht im geringsten, ne? Nun, im Austausch für die optische Diskette könnte ich es mir überlegen. Wovon sprechen Sie? Metal Gears Testdaten. Donald sollte sie zurückbringen. Ich habe sie nicht. Ach so. Nun ja. Keine Sorge. Ihr zwei seid ein peinliches Überbleibsel der 70er Jahre. Unseres Landes hässliche Panne. Nicht gut, wenn ihr weiterlebt. Nun, die Bomben sind im Anzug und ihr werdet euch bestimmt noch einiges zu erzählen haben. Adieu!